Wir stehen neben dem Erweiterungsbau des Geschäftshauses von Basland Hofmann in Esslingen. Hier wird der sogenannte Future Tree, ein Holzpavillon, der den Innenhof überspannt, erstellt. Und gerade heute werden die letzten beiden Elemente in die richtige Position gebracht. Für das Projekt haben wir mit Forschenden der Professur für Architektur und digitale Fabrikation der ETH Zürich und mit Erne Holzbau zusammengearbeitet. Gemeinsam haben wir komplett neue Baumethoden aus dem Labor in die Baupraxis überführen können. Ich habe eine Software geschrieben, dass alle Elemente anhand von vorgegebenen Parametern generiert. Und das heißt, wir können auch diese Parameter jederzeit verändern und alle zusammenhängenden Informationen verändern sich mit. Ich kann die Marge hier runtersetzen und auf dem Bildschirm sehen wir, dass sich automatisch per Mausklick anpasst. Automatisch werden auch Verbindungsdetails generiert, jede Schraube und auch Fabrikationsdaten, die dann direkt in die robotische Fabrikation einfließen. Wie das Holzdach ist die Stütze parametrisch entworfen und geplant und die Dateien aus dem 3D-Modell können damit direkt für die Produktion verwendet werden. Also für das Herstellen von der Stütze haben wir eine ganz neue Fortfahrungsmethode benutzt, das heißt Eggshell, also Eierschale. Und das Idee von unserem Projekt ist, dass wir eine ganz dünne Schalung dafür benutzen. Also die Schalung ist nur 1,5 mm dünn und wird mit einem Roboter aus 3D-Druck gemacht. Für das Füllen von der 3D-Druckschalung haben wir in Zusammenarbeit mit dem Materialforscher von dem Institut für Baustoffe an der ETH Zürich, eine spezielle Betonmischung entwickelt. Die Mischung bleibt sehr lang flüssig, damit wir damit gut arbeiten können. Und wir fügen einen Beschleuniger zu, damit es genau erhärtet, wann wir es brauchen. Und wir gießen dann die Stütze in 8 Stunden bis oben. Für uns war das eine großartige Chance, gleichzeitig zwei Forschungsprojekte unter reellen Bedingungen unter Beweis zu stellen. Dieses Pilotprojekt zeigt, dass die digitalen Planungsmethoden und die digitale Fabrikation auch in der Praxis funktionieren können. Auch für uns war es sehr interessant, an diesem Pilotprojekt einen konsequenten digitalen Planungs- und Bauprozess zu erproben zu dürfen. Somit hatten wir die Möglichkeit, praktisch eine völlig neue Zusammenarbeit zu erleben. Wir haben gesehen, dass die Zusammenarbeit in einem solchen Projekt nicht sequenziell funktioniert, sondern dass wir wirklich von Anfang an in einem sehr intensiven Austausch sein mussten mit allen Beteiligten, damit alle Randbedingungen richtig erfasst werden und letzten Endes zum Ziel führen.